Na gut, hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber Hundebesitzer sagen ja immer, ne? Sonst macht das. Immer. Aufs Wort. Ne, Rudi? Wie die Frauen. Ach, der Schovi. Hallöchen. Wir fahren gerade, ja, illegalerweise übrigens durch die Fußgängerzone. Aber hier ist nichts mehr los. Ich glaube, dann ist das erlaubt. Das ist erlaubt. Echt? Sag ich mal. Wir haben nämlich jetzt gleich einen Job zusammen. Wir sprechen zusammen ein Hörspiel für 1Live. Wie heißt deine Rolle, Schatz? Oh. Du heißt Ulf. Danke, das weiß ich auch. Ja, ich spreche den Ulf. Jana spricht die Polizeiobermeisterin. Wie heißt du? Faber. Ja. Was? Schmidt. Und meine Aussprache ist gerade ein bisschen undeutlich. Ich verbessern. Also so undeutlich, wenn ich so da spreche, dann na Servus. Weißt du, da denkst du, passiert heute reinkommen? Abend, das wo ist ein Video, das ist, wir sind jetzt schon so, drauf. Krass. Ja, da denkst du, es passiert halt nicht mehr so was ganz Schlimmes und dann triffst du den. Ich weiß immer noch nicht, wo ich reingucken muss. Da ist die Kamera. Da oben. Das ist neu für dich, ich weiß. Okay. Und es ist jetzt, du machst kein Foto jetzt, oder? Also so. Wir sind jetzt hier beim WDR im Hörspielstudio. Das ist ja total abgefahren. Jana kennt das ja schon alles. Ich bin total aufgeregt. Hier zum Beispiel gibt es diese Sachen, wenn man eine Treppe hochgeht im Hörspiel, hat man hier einmal Holz und da Stein.